Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Wir wollen heute zum zweiten, dritten, fünften Mal Saté machen, nachdem wir jetzt gerade Mikrofonprobleme hatten und ich irgendwie 5 Videos gedreht habe und alle Videos nicht funktionieren, weil ich keinen Ton habe, was natürlich sehr ärgerlich ist, machen wir dann heute nochmal Saté. Das übt ja dann auch, umso besser wird es dann heute. Also, wir machen Saté aus Hähnchen. Das werde ich jetzt gleich marinieren und dazu gibt es Reis und ein wenig Salat. Als erstes werde ich, weil ich das ja gleich marinieren will, das Fleisch, werde ich mich jetzt erstmal hier hinstellen und werde 2 bis 3 Chilis mir klein schneiden. Das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache, wie viel man möchte an Chilis. Wenn ihr es scharf mögt, dann macht ihr halt auch irgendwie 2. Wenn ihr es nicht ganz so scharf mögt, macht ihr auch 2, aber macht halt die Kerne raus. Oder ihr kauft euch diese grünen. Ich weiß gar nicht, wo wir die her haben. Die sind völlig langweilig. Davon kann man sich 10 in den Mund stecken und es ist immer noch nicht scharf. Aber sie sind halt hübsch anzusehen in der Soße. Ich mache das jetzt hier alles richtig, richtig, richtig klein. Dann schmeiße ich das da gleich rein. Und dann wird ihr bei mir sein. Bis gleich. Da ist mein klein geschnittenes Chili. Das nehme ich jetzt hier mal auf mein Messer. Schmeiße das hier mit in die kleine Schale. Da tue ich jetzt drauf Ketchup Manis. Ein bisschen Dark Soja Sauce. Und ein bisschen Hoisin Sauce. Oh, kaputt. So, das Ganze werde ich gleich einmal kurz vermengen, aber das vermengt sich auch, wenn ich da jetzt gleich mein Hühnerfleisch rein tue. Wir haben halt so Hühnerinnenfilets, hat meine Frau gekauft. Genau, Hühnerinnenfilets. Die werde ich jetzt in mundgerechte Stücke schneiden. So, die kann man schön auf so einen, sagen wir so, die kann man wunderschön auf so einen Spieß draufziehen und das ist echt gut. Neulich hatten wir, was war das für Fleisch, Schatz? Putenfleisch. Als ich das am Sonntag gedreht habe, da habe ich das erste Mal gedreht, wo halt dieses blöde Mikrofon ausgefallen ist. Auch völlig doof. Das Mikrofon habe ich von einer Firma bekommen, um es zu beurteilen. Alles ganz toll. Hat ja bis jetzt auch wunderschön funktioniert. Aber da ist ja oben im Kopf von dem Mikrofon, wie bei dem hier auch, ist oben so eine kleine Kapsel drin, wo dann halt die Membran drin ist. Und da ist eine Kaltlötstelle. Die hat erst immer sich hin und her bewegt und hat nur so gemacht, wo wir irgendwie nicht wussten, wo es herkommt. Ja, und dann hat sie halt mittendrin Geist aufgegeben. Das war's. Tschüss. Und von den 5 Videos, die ich gedreht habe, sind 4 nicht zu gebrauchen. Das heißt, diese ganzen Videos, die ich angekündigt habe zum Thema Getränke, die ganzen Teegeschichten und alles, bis auf das eine, muss ich alles neu machen. Ja, wir wollen ja keine Stummfilme machen. Ne? Heute meinte ein Kollege zu mir, ja, mach doch Stummfilm oder Untertitel. Aber ich glaube, ihr wollt keine Stummfilme und ihr wollt auch keinen Untertitel. Apropos YouTube. Das letzte Video, was ich reingestellt habe, das ist ja dieses Video zu dem Eistee. Da habe ich vorne so ein nettes Thumbnail drauf gemacht, was echt klasse aussah, damit alle Leute sehen, was wir da gemacht haben. Das ist mir gelöscht worden, weil es angeblich nicht regelkonform ist. Ich weiß nur nicht, was daran nicht regelkonform ist. Ich habe das jetzt neu gemacht, habe ein anderes Bild genommen. Ich glaube, jetzt funktioniert das.
So, wieder zurück zum Kochen. Ich habe jetzt hier mein Hühnchenfleisch klein geschnitten, damit wir das nachher schön auf die Saté-Stäbe ziehen können. Jetzt mariniere ich das Ganze hier so ein bisschen. Das muss jetzt so mal 10, 20 Minuten da so ein bisschen drin ziehen, damit das richtig gut den Geschmack annimmt. Wir brauchen jetzt so ein bisschen Frühstückszwiebeln, habe ich hier. Und diese Frühstückszwiebeln schneiden wir richtig dünn. Dann sieht das nämlich nachher auch richtig gut aus, wenn wir das oben über das Saté rüber tun. Werdet ihr nachher sehen. Richtig schön dünn schneiden. Kann das heute nicht so gut. Ich habe heute auch schon Geschirr kaputt geschmissen. Ist irgendwie nicht mein Tag. Ich hoffe, dass da mit der Kamera alles gut ist. Funktioniert alles? Hast du Strom? Kannst du was sehen? Sehr gut. So. Wunderbar, ich glaube, das reicht schon. Reicht das, Schatz? Ja. So, wunderbar. Jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten und dann können wir gleich unsere Teppanyaki-Platte nehmen und können anfangen, die aufzuwärmen und die Saté-Stäbe zu machen. Ich habe das jetzt hier schön mariniert. Jetzt nehmen wir uns immer so ein Stückchen Fleisch und schieben da so den Stab durch, so dass es hinterher wie so ein Schaschlik im Endeffekt wird. Ihr müsst da jetzt auch nicht noch nachsalzen oder so. Das im Endeffekt durch das Marinieren ist da schon alles dran, was man braucht. Ich glaube, das reicht schon, oder? Wunderbar. So. Habt ihr heute schon einen Dalgona-Kaffee gehabt? Ich habe heute schon einen Dalgona-Kaffee gehabt. Für diejenigen, die jetzt sagen, ein Dalgona-Kaffee, was ist das denn? Guckt doch mal bei uns in der Mediathek. Dalgona-Kaffee. Haben wir mehrere Varianten gemacht. Wenn ich Glück habe, macht meine Frau demnächst nochmal eine Variante mit mir, die wir noch nicht hatten. Die habe ich zwar schon dreimal angekündigt, aber immer noch nicht gemacht. Das ist super lecker und man muss dafür nicht 30 Grad im Schatten haben. Das schmeckt halt auch, wenn es einfach nur so warm ist wie jetzt. Wobei momentan haben wir ja noch Sturm, da fliegt einem ja fast der Dalgona-Kaffee weg. Aber war wieder super lecker und ist eigentlich gar kein großer Aufwand, das zu machen. So einfach. Einfacher als hier diese Stäbchen zu machen, ja. So, dein Reis ist da auch gleich fertig, Schatzi. Genau, ja. So, ich habe jetzt meine Teppanyaki-Platte so ein bisschen angewärmt. Die Teppanyaki-Platte haben wir irgendwie jetzt seit 3 Wochen ungefähr. Ja, 3 Wochen. Und die ist fast jeden Tag irgendwie bei uns im Betrieb, weil sie uns halt so viel Spaß bringt. Also ich kann sie euch nur empfehlen. Schönes Teil, klasse Nummer. Und es bringt echt Spaß darauf zu braten oder ganze Gerichte halt auch darauf zu machen. Wenn euch das interessiert, ich habe ja schon so ein paar Sachen gemacht, schaut gern bei uns in der Mediathek vorbei. Da findet ihr halt auch die restlichen alle wieder. Ich lege jetzt meine Saté-Stäbe hier einfach drauf und werde die jetzt schön anbraten. Und nebenbei tue ich immer schön was von meiner Soße, die ich gemacht habe, hier zum Marinieren, tue ich halt immer so ein bisschen was da drauf, damit der Geschmack da auch richtig schön mit reinzieht. Das muss jetzt so ein bisschen braten. Nachher tue ich eventuell da auch noch meine Glocke drüber, damit das auch alles schön durch ist, weil ich mag so Hühnerfleisch nicht so gerne, was nicht ganz durchgebraten ist. Das ist nicht wirklich meins. So, meine Saté-Stäbe sind jetzt fertig. Jacuk hat uns hier schon mal den Reis vorbereitet.
ein bisschen Salat. Ich tue mir jetzt meine Stiele einfach mal hier drauf. Ist aber nicht gerecht hier heute, ne? Ja, finde ich auch. So, jetzt tue ich dann noch so ein bisschen Teriyaki-Soße drauf. Ich habe momentan keine selbstgemachte. Ich muss jetzt leider auf gekaufte zurückgreifen. Das hier ist jetzt eine Teriyaki-Barbecue-Soße mit Honig. Die benutze ich ganz gerne. Gibt aber auch in dem Shop eines von den Hamburgern Köchen eine Teriyaki-Soße, die ich auch sehr bevorzuge. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen japanische Mayonnaise. Die kommt hier auch noch so ein bisschen rüber. Richtig toll. Es ist der Hammer. So ein bisschen Frühlingszwiebel machen wir da jetzt noch drüber. Richtig, richtig, richtig geil. Das esse ich jetzt dann, habe ich jetzt am Sonntag gegessen, am Montag habe ich das gegessen und heute esse ich das schon wieder. So, ist das nicht super? Ich finde, das sieht klasse aus und schmeckt auch genauso geil. So, ich hoffe, ihr konntet sehen, was wir hier gemacht haben. Ich werde wieder unten eine Einkaufsliste reintun. Da wird ja nicht so fürchterlich viel drinstehen diesmal, weil so fürchterlich viel war es ja nicht. Ich werde auch gleich eine Beschreibung zumachen, wie ich es gemacht habe. Das könnt ihr euch unten in der Description Box halt einfach anklicken, geht eine PDF auf, könnt ihr euch runterladen. Dann könnt ihr auch notfalls bei uns auf die Homepage gehen, wirkochenwas.de oder foodbloghamburg.de. Da findet ihr auch diese Rezepte nochmal. Da gibt es oben so einen Bereich, von wo aus ihr auf diese Rezepte kommt. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Außer euch noch einen schönen Tag zu wünschen und tschüss sagen. Tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.